Für Dr. Elias El-Hakim gibt es heute auf der chirurgischen Station ein Wiedersehen mit einem ehemaligen Diabetespatienten, der von seiner Ehefrau begleitet wird. Allerdings ist der Grund seines Besuchs besorgniserregend. Sie waren doch schon vor ein paar Wochen bei uns hier, Tag. Lindeburg. Ja, genau. Mein Mann. Wir kennen es ja, Schwester Lindeburg. War das nicht die Diabetesgeschichte seiner Zeit? Wir waren wieder beim Hausarzt und er hat uns neu überweisen. Oh, so gibt es Probleme, oder? Die Wunde sieht wieder ganz schlimm aus. Ist nur ein bisschen, ist ein bisschen schlimmer geworden, aber. Meine sieht schlimmer aus. Guck mal, der Chirurg hatte den Schreiner vor 8 Wochen behandelt. Durch die Diabeteserkrankung des Firmeninhabers drohte das Gewebe an seinem Fuß abzusterben. Dr. Elias El-Hakim musste etwas davon entfernen. Trotzdem hat sich der Mann offenbar nicht regelmäßig Insulin gespritzt. Ah, ich sehe schon, was der Kollege wahrscheinlich meinte. Das, was wir rausgeschnitten haben, diese Nekrose Zone, die ist vorne verheilt, aber wenn ich hier drauf drücke, da kommt schon Eiter raus. Pus, sagen wir dazu, ja? Und das hat ihm wahrscheinlich jetzt Bauchschmerzen gemacht. Das ist jetzt fortschreitend. Dankeschön. Dass es wieder entzündet ist? Das ist jetzt, das letzte Mal war es ja nicht entzündet, aber diesmal ist eine richtige Entzündung da drin, weil da kommt schon Flüssigkeit raus. Wenn Diabetiker, also Zuckerkranke, nicht auf ihre Füße achten, kann es zu Entzündungen kommen. Das Problem ist, dass sie neben einer schlechten Durchblutung auch eine sogenannte Polyneuropathie, also ein schlechtes Gefühl haben, weil die Nerven auch gestört sind. Kommt es zu einer Entzündung, weil sie eine Verletzung nicht sehen und weil sie nicht regelmäßig ihre Füße pflegen, kann es zu Entzündungen kommen, die letztendlich so gravierend sein können, dass Teil der Füße verlieren oder sogar komplett den Fuß verlieren. Das, eine Amputation ist dann letztendlich unweigerlich, weil eine Entzündung vorherrscht. Ich weiß, dass Sie so ein bisschen sündigen und nicht immer regelmäßig immer gespritzt haben. Haben Sie jetzt heute schon Zucker gemessen und gespritzt? Nee, heute nicht. Ja, wieder nicht. Nee, das Sie haben es ja schon seinerzeit nicht gemacht. Ich mache es aber immer wieder. Also, manchmal hat man halt keine Zeit. Und ich fühle mich auch so schlecht, geht das nicht. Fühle ich mich ja nicht. Sie sehen, ich kümmere mich schon immer drum. Bist du so nett und er will es einfach nicht. Bestimmst du HbA1c mit? Weil hat er natürlich wieder nicht so alles richtig gemacht. Entschuldigung. Ja, aber er ist echt. Ist das wichtig im Moment? Na. Das ist doch wichtiger für Sie. Ja. Gucken Sie hier, die letzten Einträge sind hier 10 Tage alt. Das heißt, wie gesagt, ich habe sehr viel zu tun auf der Arbeit. Aber Sie haben seit 10 Tagen halt das hier nicht gespritzt, nicht gemessen oder ist es nur vergessen? Ich habe auch nicht immer geschafft zu spritzen. Wie gesagt, es war viel zu tun, also vergisst man das manchmal. Die gemessenen Werte sind auch hier teilweise ziemlich hoch. Und dann haben Sie reagiert, so was aussehen. Wie gesagt, die letzten Einträge sind 10 Tage, 11 Tage sogar, wenn es mir heute mit dazu rechnen, weil Sie es nicht eingetragen haben. Aber so schlecht habe ich mich nicht gefühlt. Das ist ja. Das gebe ich Ihnen schon mal, damit es nicht verloren geht. Aber ich kann nachher noch zur Arbeit. Nein, wir machen Folgendes. Die Kollegin nimmt Ihnen jetzt Blut ab. Röntgen machen wir, um zu gucken, ob die Knochenstrukturen auch betroffen sind oder nur die Weichteile jetzt entzündet sind. Wenn Ihr Knochen mit betroffen ist und im Moment Eiter rausläuft, dann haben wir eine Entzündung, die auch bis in die Knochenstrukturen hinein sich gefressen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Und dann bleibt eigentlich nur eins, das ist leider dann die operative Sanierung. Das heißt, wir müssen es operieren, damit diese Entzündung sich nicht weiter im gesamten Fuß entwickelt und voranschreitet und Sie dann mehr Probleme im Fuß haben. Weil unter Umständen haben Sie die Entzündung im gesamten Vorfuß, dann wäre das mindestens Vorfußentfernung bis hin Fuß oder sogar Unterschenkel. Das wollen wir ja gar nicht. Wie lange bin ich jetzt weg? Michael, es geht nicht um den Wegtest von der Arbeit. Es geht darum, dass du gesund wirst. Bei diesem Patienten war es schwierig, weil er selbstständig einen Betrieb führte und sich natürlich Sorgen um seine Existenz gemacht hat. Nichtsdestotrotz ist die Hygiene bei einem Diabetiker ganz, ganz wichtig. Von daher ist es zwar nachvollziehbar, aber nicht akzeptabel für uns, dass er sich so vernachlässigt hat. Denn eine Fußpflege aufzusuchen oder sich mal abends die Zeit zu nehmen, mal seinen Fuß sich angucken zu lassen, zum Beispiel von der Ehefrau, ist elementar. Und das hätte er auch als Betriebsinhaber oder als Schreinermeister trotzdem machen können. Sie haben jetzt eine echte Entzündung da drin. Also mit Infekt, da sind mit sehr Bakterien da drin. Und ich kann die Fußpulse nicht tasten. Das spricht auch dafür, dass auch die Durchblutung im Bein gestört ist. Das geht nicht. Wir machen es bitte gleich so, dass wir zusätzlich zum Röntgen. Ich weiß, dass Sie unsere das nicht so gerne machen. Aber vielleicht haben die ja heute mal
Hören Sie mal ganz kurz zu, was ich der Kollege... Vielleicht haben die ja mal gleich Zeit, dass sie doch mal ein MR-Angio heute irgendwie noch hinkriegen. Ja. Ja, ich melde es mal gleich an, aber wenn du gleich sowieso ins Labor gehst und das schickst, dass wir mit denen telefonieren oder telefonierst. Ich würde die Sarah schicken. Ja, oder die Sarah vielleicht. Noch mal einzugehen, kann es passieren, dass das ganze Bein wegkommt. Ja. Und im besten Fall, dass nur der Zeh. Diabetiker haben nicht nur eine Erkrankung, die ihr Zuckerwert betrifft, sondern ein Organismusproblem. Das heißt, alle Organe im Körper können betroffen sein. Gefäße, Nerven, Hirnstrukturen, Nieren, Herz. Das heißt, sie können einen Herzinfarkt bekommen, ohne dass sie es richtig spüren, weil die Nervensymptome bzw. die Schmerzen über die Nervenbahn nicht richtig geleitet werden. Die können Gefäßdurchblutungsstörung haben, die können Wunden entwickeln, die Nieren versagen irgendwann mal, wenn es nicht richtig eingestellt ist. Irgendwann mal kommt es zu einem Multiorganversagen im schlimmsten Fall und die können auch daran versterben. Und nicht nur an Zuckererniedrigung oder Zuckererhöhung. Von den Ergebnissen der Untersuchungen hängt jetzt ab, ob der selbstständige Handwerker seinen Zeh oder sogar einen Teil seines Beines verliert. Für den Mann zählt jedoch nur eins, die Arbeit. Er ernährt seine Frau und seinen Sohn mit der Schreinerei. Ich kann es ja verstehen. Dankeschön. Ich kann es ja verstehen, aber im Moment ist Ihre Gesundheit wichtig. Aber wenn Sie ausfallen, ich weiß. Ich habe noch einen Sohn. Aber wenn Sie jetzt, ja, vielleicht kann der Sohn ja was machen. Wie alt ist der denn? Jan hat kann er nicht? Jan ist auf Reisen, der ist auf Walzen. Wir müssen den auch finanzieren. Du, wir verlieren das Haus, die Wohnung. Also, zum Labor. Eins ist schon mal klar, Sie haben sowas von gesündigt die letzten Wochen. Entweder überhaupt nicht gespritzt oder beim Essen nicht aufgepasst, weil ihr HbA1c-Wert, dieser Kontrollwert, der ist sowas von erhöht. Der zeigt uns, das ist ein Gedächtniswert. Der sagt nicht mal eben erhöht oder mal gestern, sondern der zeigt so eine Kurve der letzten 6 Wochen. Und hier zeigt er uns, dass sie auf jeden Fall nicht richtig eingestellt sind. Das ist eine Sache, die müssen wir nach der Versorgung hier mit einem Diabetologen, am besten hier bei uns mit unseren Internisten und dann draußen, dass sie gut eingestellt werden. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Punkt 2, das ist jetzt viel wichtiger, weil es jetzt akut ist. Ja, Sie sehen hier, wir haben richtig verdickte und veränderte Weichteile. Ja? Die haben uns ein Bild mitgegeben, damit Sie es einmal sehen. Alles andere ist ja im Computer zu sehen. Und Ihr Knochen ist betroffen an der Zehe. Aber Gott sei Dank nur die Zehe. Die Gefäßuntersuchung, die mitgemacht wurde, zeigt, dass Sie leider im Oberschenkel zwar noch eine gute Durchblutung haben, aber ab Unterschenkel bis auf ein Gefäß, Sie haben 3 Gefäße, 2 Gefäße sind schon ganz zu. Und was Sie noch haben als Gefäß, ist so einigermaßen noch offen. Das heißt, die Durchblutung hängt an einem Gefäß und das auch nur leidlich. Das heißt, die Durchblutung des gesamten Unterschenkel und Fuß ist bedroht. Das bedeutet, dass ich gegebenenfalls wirklich niemals mehr arbeiten kann? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass im Moment Ihr Bein bedroht ist. Dass ein Patient, wenn er eine Gliedmaße verliert, Angst hat, Krüppel zu werden oder Invalide, ist berechtigt. Hier ist es Gott sei Dank geblieben bei der Amputation einer Zehe. Aber es kann trotzdem durch die Durchblutungsstörung dazu kommen, dass er auch einen Unterschenkel oder einen Oberschenkel verliert. Dass eine Amputation auch für das Oberschenkel nötig wird. Und dann braucht er eine Prothese. Und für jemanden, der handwerklich tätig ist und Tripp auf, Tripp runter zum Beispiel läuft, bedeutet das schon eine körperliche Beeinträchtigung. Aber Sie werden, wenn es so bleibt und wir das beherrscht kriegen, Ihrem Job nachgehen können, Sie werden auch Ihren Betrieb weiterbehalten. Aber Sie können es nicht heute und nicht morgen. Das heißt, da müssen Sie sich um eine Lösung, eine Alternative jetzt erstmal in Ruhe kümmern. Warum sollen Sie denn zum Krüppel werden? Auch wenn Sie Ihr Bein verlieren, sind Sie kein Krüppel, sondern es gibt heute viele Möglichkeiten. Aber wir müssen doch jetzt von dem, was Sie haben, erstmal ausgehen und versuchen, das zu beherrschen. Ja? Hören Sie da mal wirklich auf Ihre Frau. Der Lineborg hat natürlich seine Diagnose mit ein bisschen Schock aufgefasst. Es ist immer sehr bedrückend und auch für uns. Also wenn wir mitbekommen, da steckt auch ein Schicksal dahinter, dann sind wir natürlich auch da auf jeden Fall bedrückt und das nimmt einen dann auch mit. Hier muss man aber einfach sagen, in dem Moment musste die Gesundheit vorgehen und nicht seine Firma, seine Existenz. Das steckt natürlich auch irgendwo mit dahinter, aber im Krankenhaus zählt es nur einfach, gesund zu werden. Der Diabetiker bereut nun, sich nicht regelmäßig Insulin gespritzt und deswegen die Entzündung in seinem Zeh bekommen zu haben. Dr. Elias El-Hakim will dem Schreiner den Zeh gleich am nächsten Morgen amputieren, damit die Infektion nicht noch weiter voranschreitet. Was habt ihr vor? Wir machen eine Spinale. Ja, passt doch. Genau. Ich habe eigentlich nur vor, zumindest so ist der Plan, nur die Zehe. Die ist leider nekrotisch mit einer Osteitis da drin zu amputieren und vielleicht ein bisschen am Weichteil. Also Spinale soll mir recht sein. Ich schätze mal, halbe Stunde
wenn keine Komplikationen oder sonst was auftritt, dass wir dann fertig sind. Ja, ja? Super. Genau. So, Ihre letzte Chance. Noch irgendwas auf dem Herzen? Ja, das ist, ich muss noch so viele Sachen muss ich klären mit dem Job. Ja. Ich war so blöd, dass ich das vergessen habe. Mit dem Spritzen und dass ich zur Fußpflege gegangen bin. Ich habe mich immer so vorgekommen, wie ein Mädchen. Also, das machen ja nur Frauen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Das regelt sich vielleicht. Ich wollte auch nie irgendwie als Krüppel vor meinem Sohn. Ja, das ist, verstehe ich auch. Der Vater, ja. Natürlich, als Vater will man ja alles, aber Sie können auch nicht verhindern jetzt. Ja? Sie müssen nur das Beste daraus machen. Ja? Ich vertraue Ihnen. Jetzt ist wichtig, dass Sie wieder auf die Beine kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich vertraue Ihnen. Toi, 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 alles Gute. Der 30-minütige Eingriff verläuft ohne Komplikationen. Mann, die Sorgen um den Betrieb zu nehmen, ist seine Ehefrau auf eine besonders schöne Idee gekommen. Doch zunächst informiert der Arzt den Handwerker über den Verlauf der OP. Und, wieder wach? Richtig, alles gut? Ja. Ja? Schön. Aber das sieht ja, also ja, das Bein ist ja noch dran. Der Fuß, das haben Sie schon gesehen, zumindest Ihr Fuß ist auch noch dran. Ja. Also. Wir haben es so gemacht, wie besprochen im Prinzip. Wir haben die Zehe leider amputieren müssen. Mhm. Das war schon von der Entzündung her fortgeschritten. Der Knochen war schon betroffen, das konnte man so nicht lassen. Mhm. Die Entzündung ging auch Richtung Weichteil schon im Vorfuß. Mhm. Man konnte es aber auskratzen, sauber machen, gespült. Eine gute Nachricht habe ich zumindest für Sie. Die Kollegen von der Radiologie, mit denen haben wir schon gesprochen. Auch die Gefäßchirurgen waren dabei. Also die sind bereit, dass, wenn es zumindest da unten ein bisschen abgeheilt ist, dass in den nächsten Tagen, wenn keine Komplikationen gibt, das mit einer Ballondilatation, also diese Ballonaufblasemethode zu machen. Okay. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Unser Ziel ist mindestens ein Gefäß so aufzudehnen, dass halt die Durchblutung besser wird. Mhm. Haben Sie jetzt Fragen noch? Nein. Wie lange ungefähr wird es dauern, bis es jetzt abheilt? Ich denke, insgesamt dauert es 6 Wochen, aber eine Woche wird er auch hier bleiben, also eine Woche, wo Sie nichts machen. Ja. Sie könnten aufstehen, Sie können auch gehen. Aber Sie brauchen halt nicht. Hey! Hey! Was machst du denn hier? Na? Hi! Der verlorene Sohn? Ja. Ist doch schön. Hey! Sag mal. Jan, hallo. Was machst du denn hier? Na? Das ist doch nett. Das hat aber schnell geklappt. Ja. Das ist. Bin direkt gekommen. Ja. Wieso bist du hier? Ja. Mama hat mich angerufen. Ja. Ja, es war wirklich sehr schön, den Sohn noch zu sehen, der dann extra von seiner Wanderschaft zurückgekehrt ist, um seinen Vater zu unterstützen, erstmal zu sehen und vor allen Dingen, dass er vielleicht auch durch diese Wanderschaften ein bisschen erwachsener geworden ist. Jan hat versprochen, er wird jetzt gucken und sich um die Firma kümmern, genau, damit du gesund wirst. Helft dir da unter und greift unter die Arme und das schaffen wir alles schon. Wir sind eine Familie, das kriegen wir schon hin. Ich hab dir das erste Mal. Schön. Gib dir mal sehen Sie, manche Probleme lösen sich Gott sei Dank doch manchmal von allein. Ist doch eine schöne. Ist doch schön. Sehen Sie? Jetzt können Sie gesund werden, in aller Ruhe. Genau, und lassen Sie mal den Jungen machen. Das ist schön. In einer 4-wöchigen Reha lernt der Schreiner, ohne den Zeh zu laufen. Er spritzt sich nun täglich Insulin, damit er keine Entzündungen mehr bekommt. Seitdem geht es dem Familienvater gut. Gemeinsam mit seinem Sohn führt er den Betrieb erfolgreich weiter.